Ja, die kalte Jahreszeit steht vor der Tür und da möchte ich mich am liebsten drinnen zu Hause einkuscheln. Aber da hat er hier auch noch ein Wörtchen mitzureden. Egal was für ein Wetter ist, Snoop liebt es, lange und viel rauszugehen. Aber worauf sollte man achten, wenn es jetzt immer nasser und kälter wird? Mit drei Hundeexpertinnen spreche ich heute darüber, wie wichtig Bewegung, Hundebekleidung, aber auch soziale Kontakte für unsere Fellnasen sind und ob der Herbstblues sie auch treffen kann. Snoop und ich sind in der Allenriede in Hannover mit Tierheilpraktikerin Ursula Kolbert und ihrer Hündin Mila zu einem Mobility Walk verabredet. Wie unterscheidet sich denn jetzt der Walk von der ganz normalen Gassi-Runde, die man so kennt? In dem Fall nutzen wir die Gegebenheiten des Waldes, um einfach mal dem Hund etwas Fitnesstraining zu geben. Auf Baumstämmen und auf Stümpfen und Wurzeln, das nutzen wir alles. Also los geht's, rein in den Wald und schon findet sich das erste Trainingsgerät. Ursulas Hündin Mila darf vorturnen. Jetzt kannst du den Hund einmal so nach vorne ziehen. Jetzt liegt die Last auf vorne. Oder du ziehst den Hund nach oben. Jetzt liegt die Last auf hinten. Jetzt bin ich dran. Ursula, bei dir sah das alles irgendwie so einfach aus. Typisch Beagle. Snoop ist mehr auf die Leckerlis fokussiert als auf die Übung. Vielleicht klappt es bei der nächsten besser. Super Muskeltraining. Je schmaler der Baumstumpf ist, desto effektiver ist das Training, weil der Hund natürlich wirklich seine Gräten beieinander halten muss. Aber auf allen Vieren laufen wäre zu einfach. Deshalb kann man nacheinander mal eine Pfote anheben, damit der Hund sein Gleichgewicht trainiert. Das Ziel bei all den Übungen ist, den Vierbeinern neue Bewegungen zu zeigen, damit die Muskeln und Gelenke anders als gewohnt beansprucht werden. Gleichzeitig muss das Köpfchen mit angestrengt werden. Fast ein bisschen aus wie Liegestütze. Ja, aber guck mal, hier hinten muss er jetzt ziemlich arbeiten. So auch bei diesem Parcours. Und zwar nehmen wir jetzt unsere Hunde, müssen mitlaufen und zwar langsam. Mhm. Schnell kann jeder, aber ganz langsam gezielte, langsame Schritte, sodass der Hund wirklich aktiv darauf achtet, seine Pfoten genau in der richtigen Höhe über diese unterschiedlichen Hindernisse zu haben. Wirklich in beide Richtungen, weil jeder Hund hat eine Vorliebe. Snoop hat vor allem eine, Leckerlis. Und die sind fast spannender, als richtig Sport zu machen. Du müsstest das Leckerli ein kleines bisschen tiefer halten, damit der Hund in seiner normalen Ausrichtung und nicht so nach oben orientiert unterwegs ist. Mhm. Und langsam Fuß. Ist ein wenig unhandlich für dich, ich sehe es ein. Er ist ein bisschen weit unten am Boden. Über Baumstämme flitzen mag Snoop da schon lieber. Auch hier kann man mit Hindernissen arbeiten. Ja, super! Belohnungen, aber auch Pausen sind beim Training natürlich auch wichtig. Bei uns Menschen ist es ja oft so, wenn jetzt die dunkle Jahreszeit kommt, man wird so ein bisschen gemütlicher. Manche haben auch so einen kleinen Herbstblues, Winterblues. Gibt es sowas bei den Hunden dann auch tatsächlich? Ich würde sagen, ein ganz klares Jein. Also, wir und unsere Hunde bilden ein System. Und wenn du langsam runterfährst, dann fährt dein Hund irgendwo auch runter. Das kriegen die schon mit im Normalfall. Bei uns hat das was mit dem Licht zu tun und mit Vitamin D3. Das macht der Hund in der Regel eigentlich selbst. Bei den älteren Hunden, die langsam, sagen wir mal, Hundedemenz bekommen, da stellen wir wirklich fest, dass das bevorzugt im Herbst und Winter auftritt. Um dem vorzubeugen, bieten sich deshalb regelmäßig solche kleinen Übungen an. Denn auch bei Hunden gilt, wer rastet, der rostet. Und Herbstzeit ist bekanntlich auch Erkältungszeit, nicht nur bei uns Menschen. Aber braucht es wirklich Hundemäntelchen, Pullover und Co.? Das will ich von Ulrike Gall wissen. Sie ist Hundeverhaltenstherapeutin und hat einen Hundeladen in Hannover. Man fragt sich immer, brauchen Hunde wirklich auch Mäntelchen oder sieht das dann eher doch nur schön aus? Es kommt wirklich auf jede Rasse an. Da habe ich tatsächlich mal was machen lassen und zwar einen Regenmantel, der kein Innenfutter hat. Mhm. Also für die, die wirklich einfach ausreichend Fell mitbringen, reicht das natürlich vollkommen aus. Kleine Hunde oder die mit wenig oder keiner Unterwolle, wie Chihuahuas oder Dalmatiner, aber auch ältere oder kranke Hunde können gut einen Mantel vertragen, dabei auf angenehme Stoffe achten. Beagle wie Snoop haben viel Unterwolle, die funktioniert wie eine Art Thermobeschichtung. Trotzdem kann ein dünner Regenmantel auch bei ihm nicht schaden. Bereit für die Fashion Show?
Da gibt's nur ein großes Aber. Snoop mag es eigentlich gar nicht, wenn man ihm etwas anzieht. Mit allem, was man dem Hund neu zeigt, würde ich immer damit beginnen, dass er einfach mal gucken kann. Gerade Sachen, die Geräusche machen, auch einfach mal die Geräusche erzeugen. Dann kann man mit Leckerlis nachhelfen. Dass er nämlich völlig angstbefreit eigentlich schon mal seine Schnute da reinschiebt. Und dann macht er es uns jetzt gerade sehr einfach. Und schon hat er den Mantel an. Der ist in dem Fall etwas zu groß, aber stylisch. Ich weiß nicht, ob er so begeistert ist. Den Bademantel findet er da etwas besser, aber auch der muss richtig sitzen. Dieser ist etwas zu groß. Ulrike Gall empfiehlt Bademäntel nach einem Regenschauer, für die Rückfahrt nach der Gassi-Runde oder für zu Hause zum schneller Trockenwerden. Am besten aus Frottee. Mikrofaser lädt das Fell meist elektrisch auf. Ganz wichtig ist, dass man jetzt nicht noch ein Stück, dass man jetzt nicht, genau, übertrieben, mitleidig ist mit dem Tier. Also es ist nur ein Mantel. Ja, der ist nicht perfekt auf dich abgestimmt. Ne? Es ist nur ein Mantel. Ne? Also das ist, wir tun dem Hund nichts Schlechtes. Also ich glaube, er findet es nicht so schlimm. Noch kurz sammeln für den großen Moment, dann geht's auf den Cat bzw. Dog Walk. Big Snoop Dogg. Das Fell wäre also schon mal geschützt von nasskaltem Wetter. Wie sieht's mit den Pfoten aus? Brauchen die jetzt auch eine extra Portion Pflege? Brauchen vielleicht nicht. Die Hunde werden es aber sehr dankend annehmen tatsächlich. Gibt es einfach Hunde, die haben wirklich sehr trockene Pfoten. Wenn dann da Kälte, Feuchtigkeit, Schnee nachher so reinzieht, die werden rissig, die werden entzündlich. Das ist unschön. Mit Vaseline oder extra Pfotenpflege kann man nachhelfen. Es ist wie so ein Labello. Ja, sieht aus wie so ein Pflegestift. Genau, ne? Also in der Handtasche nicht verwechseln. Ja, ne? Nicht, dass du das Falsche aufhörst. Obwohl, wie riecht es denn? Zeig mal. Ja, auch mal mit Stüppern. Er riecht so ein bisschen nach Zitrone. Einfach vor der Gassi-Runde auftragen und dann kann der Herbst und Winter den kleinen Pfötchen nichts mehr anhaben. Was zu keiner Jahreszeit fehlen darf, sind soziale Kontakte. Aber irgendwann können Gassi-Runden auch mal eintönig werden. Deshalb bietet Rebecca Plätschmüllers in Hannover und Umgebung regelmäßig Events an, bei denen zwei- und Vierbeiner auf ihre Kosten kommen. Snoop und ich sind heute mit dabei und basteln im Baumarkt einen Hunde-Adventskalender. Ein Knochen soll's werden und ich darf gleich an die Säge. Mal schauen, ob das was wird. Vorher muss ich Snoop erstmal noch irgendwo parken. Zum Glück ist Hundetrainerin Uli, die wir im Hundeladen schon kennengelernt haben, auch mit dabei und passt auf Snoop auf, während ich an der Säge stehe. Denn da müssen Hunde leider draußen bleiben. Zu gefährlich. Aber auch ich freue mich über etwas Unterstützung, denn das letzte Mal stand ich an so einer Säge im Werkunterricht. So, da ist das gute Stück. Und selbst für uns Zweibeiner gilt, für den Knochen muss man schon hart arbeiten. War jetzt gar nicht so einfach, aber ich finde, das Ergebnis ist erstmal ganz schön. Jetzt geht's ans Basteln mit Organisatorin Rebecca Plätschmüllers und ihrer Hündin. Das ist Lucy, die eigentliche Chefin des Rudels. Die eigentliche Chefin, genau. Verstehe. Lucy ist der Grund, warum es das Hannover Rudel gibt. Die Idee kam der Reiseverkehrskauffrau während der Corona-Pandemie. Menschen und Hunde sollten wieder zusammengebracht werden. Und das in Form von besonderen Hundetreffen mit Partnern aus der Region. Ob beim Gin-Tasting, Hunde-Fotoshooting oder wie heute beim Adventskalender-Basteln. Der Baumarkt hier, mit dem wir zusammenarbeiten, die lieben Hunde, die dürfen hier alles. Wir wollen den Leuten mal zeigen, wie cool das ist, so eine Kreativbox nutzen zu können. Und ja, das in Kombination mit gutem Essen, gutem Trinken und vielen Hunden macht doch Laune. Und die steigt eben nicht nur bei uns Menschen in geselliger Runde. Hunde sind Rudeltiere und wollen beieinander sein und das tut einfach dem Allgemeinbefinden gut, wenn sie Spaß haben mit anderen und sind einfach ausgelasteter, entspannter und glücklicher. Noch glücklicher wird Snoop über den Adventskalender sein, beziehungsweise über das, was in den Tütchen steckt, die wir mit Tiermotiven beklebt haben. Leckerlis rein, Tütchen anbringen und der Anfang für den tierischen Adventskalender ist gemacht. Das war wirklich ein aufregendes Event, nicht nur für Snoop, auch für mich. Das ist das Ergebnis, wir müssen zu Hause noch ein bisschen weiter basteln. Aber ich würde sagen, das kann sich sehen lassen und ich glaube, es riecht schon sehr verlockend. Mal schauen, ob es der Adventskalender überhaupt mit nach Hause schafft. Wir schauen mal. Ansonsten haben wir wirklich sehr, sehr viel gelernt und ich glaube, die kalte Jahreszeit kann kommen und wir werden zu Hause jetzt erstmal eine Runde kuscheln, denn das darf auch nicht fehlen. Nimmst du?
Hat euch das Video gefallen? Ja, dann habe ich jetzt einen richtig guten Tipp für euch. Auf unserem RTL Nord YouTube-Kanal gibt es noch ganz viele andere schöne Videos aus Niedersachsen und Bremen und das jederzeit zum Nachschauen. Also klickt am besten direkt mal rein und lasst ein Like oder noch besser ein Abo da.